So, Leute, willkommen zum nächsten Part. Mal wieder spiele ich den Vater. Jetzt muss ich erraten, was für Bilder ich hier sehe. Dazu sage ich mal eine Fledermaus. Fledermaus. Das ist ein Wolf. Ein Wolfskopf. Genau. Sieht aus wie ein Krebs. Ein Krebs. Das ist der Tod. Sieht aus wie der Sensenmann, links und rechts. Tod. Tod. Ich bin gespannt, was er herausgefunden hat. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wie geht es Sean? Ja, ich sag einfach mal unglücklich. Ich weiß, er ist wirklich unglücklich. Er kann nicht verstehen, warum ich ihn scheinbar nicht lieben kann. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Ich fühle mich wie tot. Mein Leben endete mit Jasons Tod. Als dieses Auto auf uns prallte. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Ja, was ist das denn für eine Geschichte eigentlich gewesen? Blackouts. Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß da nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Ganz oben rechts Angsterinnerung. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Ihr nehmt dein Drecksding da. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Ach ja. Wie war's denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Willst du was essen? Gut, dann such schon mal was zu futtern. Du bleibst bitte hier. Sean sieht traurig aus. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Aber ich glaube, ich kann es jetzt nicht. Ein Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei mir kommt der nie zurück. Ich zeig dir das Ding. Kann ich mal probieren? Boah, krass das Ding.
Jo. Das war knapp. Wir sind auf die Straße geflogen. Nochmal. Wow, du hast es geschafft, Dad. Willst du jetzt mal? Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, jetzt gemeinsam. Also, das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition. Dann wirfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. Jetzt. Wirf ihn! Geschafft, Dad. Ganz toll schon. Siehst du? War gar nicht so schwer. Siehst du? Es war doch gar nicht so schwer. Also. Es macht ihm wohl Spaß. So ein Lachen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich finde etwas anderes für uns beide. Hier die Wippe zum Beispiel. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf so einer Wippe. Hast du Lust? Ja. Komm, Dad, lass mich fliegen! Gut, jetzt ist aber mal Schluss. Das reicht langsam. Ich finde etwas anderes für uns beide. Es macht ihm wohl Spaß. So ein Lachen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Klasse! Auf dann. Beeil dich. Und dann geht er ab. Dass er immer so lange braucht, du. Scheint kalt zu sein. Ah, verdammt. Falsche Knopf gedrückt. Los, Dad! So schnell wie du kannst! Ich drück schon so schnell ich kann. Schneller! Oh, jetzt ist dir ganz schön schwindelig. Ein gutes Astronautentraining. Ganz nach Regen aus. Das sieht nach Regen aus, lass uns gehen. Gehen. Schon? Wo willst du hin? Okay. Wir gehen jetzt. Warum geht der so schnell? In deine Tasche und ab geht's. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. Ich hätte jetzt noch Bock auf Basketball spielen, aber nein, es regnet, also gehen wir nach Hause. Was verkauft der da? Hast du was? Dann halt nicht. Los, komm, Dad, was machst du? Ich komme. Ich will was kaufen. Jetzt nochmal Karussell fahren. Hey, Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar.
Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Ich werde bei dem Typen kommen, die Karte holen. Oder auch nicht, da kann man nur Gummibärchen und so einen Scheiß holen. Okay, dann holen wir uns mal eine Karte. Sean sieht glücklich aus. Ich wünschte, ich könnte ihn häufiger so sehen. Karte! Du Drecksack. Ich will wieder so ein Vater werden wie früher. Einmal. $1. $1. So, dann fahr mal schön. Das guckst nur so, hä? Jetzt kriege ich wieder solche Wahnvorstellungen. Bin ich jetzt schon wieder? Jo, war das knapp. Wo lande ich denn jetzt hier immer, wenn ich diese Vorstellung habe? Sean! Ich muss Sean finden. Ich habe ihn im Park alleine gelassen. Sean, wo ist Sean? Oh, wie der rennt. Ich kann mich an... Nein, ich glaube es nicht. Ich kann doch nicht. Seine Schultasche ist noch hier. Aber wo ist Sean? Unmöglich. Ich habe erst vor einer Sekunde die Augen zugemacht. Ins Haus. Ist mein zweiter Junge auch noch weg? Sean! Sean, wo ist Sean? Sean. Sean. Ich muss ihn finden. Er muss hier irgendwo sein. Ich finde ihn. Sean! Kein Sean zu Hause. Der erste Sohn ist gestorben und der zweite, den habe ich aus den Augen verloren. Eine Origami-Figur weist eigentlich auf den Origami-Killer hin. Ob er damit was zu tun hat? So Leute, dieser Part geht auch zu Ende mit 14 Minuten. Als nächstes geht's wieder mit dem FBI-Agenten weiter. Ich beende die Mission, diesen Part, und wir sehen uns beim nächsten Part mit dem FBI-Agenten weiter. Wieder. Macht's gut.